Wo hat die Rückgabe des Firmen- bzw. Dienstfahrzeuges zu erfolgen? Ist dies entweder am Firmensitz oder muss der Arbeitgeber sich selber darum bemühen und beim Arbeitnehmer das Firmenfahrzeug abholen? Wollen wir uns mal anschauen. Hallo zusammen und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal und natürlich vielen Dank fürs Einschalten. Mein Name ist Stefan Glaser, ich bin Fachanwalt im Arbeitsrecht und zugleich Partner der Kanzlei KGK. Ich hatte gerade eben vor dem Arbeitsgericht einen ganz interessanten Fall, da ging es um den Dienstwagen bzw. das Firmenfahrzeug und hier hat im Endeffekt das Landesarbeitsgericht, wir waren also schon in der zweiten Instanz, in der Berufungsinstanz, darüber zu entscheiden, wo muss denn der Firmen-Pkw, der häufig ja mittlerweile Vertragsbestandteil ist in den Arbeitsverhältnissen, wo muss der nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses zurückgegeben werden? Ist das zum einen am Firmensitz oder kann der Arbeitnehmer sagen, so ich das Arbeitsverhältnis ist beendet und jetzt hat der Arbeitgeber, was ja teilweise auch durch die enormen Distanzen sind zwischen Arbeitsort und Wohnort, hat der Arbeitgeber sich darum zu bemühen und den Wagen bei mir zu Hause abzuholen. Da gibt es immer unterschiedliche Auffassungen. Zunächst ist erstmal anzuraten, schaut doch bitte in euren Arbeitsvertrag und hier insbesondere in euren Dienstwagenüberlassungsvertrag. Wir haben nämlich zum Dienstwagenüberlassungsvertrag schon ein umfangreiches Video online gestellt, in dem wir sämtliche Fragen rund um diesen Dienstwagenüberlassungsvertrag erörtert haben. Zum Beispiel, wer darf ihn nutzen? Wie verhalte ich mich im Falle eines Unfalles? Was ist mit Inspektionen? Wer zahlt die Inspektionen? Muss ich diese einhalten? Kann das zur Kündigung führen? Darf ich mit dem ins Ausland fahren? All diese Punkte haben wir besprochen, aber nicht, was ist mit der Rückführung bzw. Übergabe. Deshalb schaut doch mal in euren Dienstwagenüberlassungsvertrag oder Arbeitsvertrag rein und schaut mal, was dort vereinbart ist. Sollte nämlich dort etwas vereinbart sein zur Rückführung, gilt dies. Ansonsten ist dort nichts vereinbart, gilt, hat das Landesarbeitsgericht gesagt, klassisch der Paragraph 269 BGB und spricht von einem Leistungsort und der Leistungsort ist am Wohnort des Arbeitnehmers mit der Folge, der Arbeitgeber muss selber entweder einem Drittunternehmen beauftragen oder einen Mitarbeiter und den Firmen bzw. den Dienstwagen am Wohnort des Arbeitnehmers zurückholen. Also nicht, wie von vielen Arbeitgebern immer gefordert wird, zu sagen, nach Beendigung des Arbeitsfelds bring uns mal das Fahrzeug zurück. Das sind natürlich auch wieder Kosten und Unwägbarkeiten, die da mit sich bringen, weil ja häufig, wie gesagt, der Wohnort mit dem Firmensitz häufig doch deutliche Kilometer auseinander liegt. In diesem Zusammenhang ist es auch noch, wollte ich noch kurz auf eine Frage eingehen, die uns immer wieder gestellt wird. Was ist während des Mutterschutzes, was ist während der Elternzeit und während der Krankheit mit dem Firmenwagen? Es ist wie folgt, ist vertraglich, wie gesagt, nichts anderes vereinbart, deshalb Blick wieder in diesen Dienstwagenüberlassungsvertrag, gilt im Mutterschutz, darf der Pkw, das heißt das Dienstfahrzeug, nicht zurückgeordert werden durch den Arbeitgeber, sondern steht weiterhin der schwangeren Mitarbeiterin zu. Anders ist es in der Elternzeit, die sich ja nahtlos an den Mutterschutz angrenzt. In der Elternzeit kann der Arbeitgeber den Pkw zurückfordern und ihm nicht mehr zur Verfügung stellen. Während der Krankheitsphase ist es so, in der sechswöchigen Entgeltfortzahlung, die gesetzlich besteht, wenn man sich krank meldet, darf der Arbeitgeber auch grundsätzlich nicht hingehen und den Firmenwagen zurückfordern. Allerdings mit Beendigung dieser 6 Wochen, das heißt dieser Entgeltfortzahlung, kann der Arbeitgeber den Pkw zurückfordern, wenn der Arbeitnehmer weiterhin arbeitsunfähig krankgeschrieben ist. Das sind auch nochmal so ein paar wichtige Punkte, die man vielleicht bei dem Firmenwagen berücksichtigen sollte. Ansonsten hoffe ich, ihr habt viel Spaß mit dem Firmenwagen. Schaut, wie gesagt, ganz wichtig rein in den entsprechenden Überlassungsvertrag und insofern bei Fragen wie immer einfach kurze Mitteilung. Wir melden uns und ich freue mich aufs nächste Video. Danke. Tschüss.